Tagen gebrochen. Tough luck, kann man nichts machen. Herzlich willkommen in Kuba. Wir sind wieder einmal an unserem Lieblingsplatz, Cayo Cruz, Cayo Romano, hier in den vorgelagerten Inseln. Dieses Mal haben wir eine Mission, eine ganz andere. Wir waren ja bisher schon ein paar Mal hier. Wir haben Spinnfischen gemacht, wir haben Fliegenfischen auf Bones gemacht, wir haben den einen oder anderen Tarpon geärgert. Diesmal wollen wir auf Permit gehen. Dass das eine Aufgabe ist, die einen zum Verzweifeln bringen kann, ist uns vollkommen klar. Aber wir sagen uns, wir ziehen das durch, wir fighten, wir fischen jeden Tag 5-6 Stunden lang auf Permit. Danach machen wir ein bisschen was anderes, gemischte Fischerei, Snappers, gehen in die Kanäle, fischen ein bisschen tiefer. Aber unser Auftrag in unserem Boot, der Markus Müller und ich, wir fischen ausschließlich mit der Fliege. Das ist unser Ding. Und wie gesagt, ich steige jetzt ins Boot, schaut mal darüber und dann gehen wir auf Permit. Schöner Fisch. Schönes Angeln. Eigentlich ist unser Zielfischer der Permit, aber da können wir natürlich nicht Nein sagen. Darum haben wir den mal mitgenommen auf unserem Weg zum Permit. Also wir bleiben dran. Sehr gut. Gegenwind. Hinter den Fisch. Ah, rechts, links, ja. So. Ja, er kommt. Kommt.
war nicht unspannend. Echt? Problem war, ja, stand auf dem Rochen. Ich konnte ihn nicht richtig ansprechen, weil die beiden nicht auf Fresse waren. Und wenn er auf dem Rochen steht, ich kann den Rochen ja nicht die Fliege vor die Nase werfen. Was ist der hier? Also, war spannend. Geil. Voll geil. Noch ist es nicht fertig. Wir machen weiter. Da sind wir 11 Uhr. 11 Uhr, 11 Uhr. 20 Meter. Da sind sie. Jetzt kommt er. Dreht. Da ist er. Links. Da war der dunkle Fleck. Der dicke dunkle Fleck. Da, hier vorne ist er. Ihn nicht mehr. Da hinten ist er, da hält er. Ja. Hinter dem Dunkeln. Der kommt. Weiter rechts. Ey, der Fisch ist doch weiter rechts. Da sind mehrere da. Ja, da hinten ist noch einer. Hab ihn! Ja! Oh, fuck! Fuck! Na, gut. Oh, Mann! Take. Oh, check the fly. No cash flow from the Raya. It's the fly. Yeah. But that was not the Raya, that was the permit. Yeah. Hey, Markus. Er war dran. Abgeriss? Nee. Nee. Oh man, first contact. Was sagst du? Gut gespottet, ja. Heute ist richtig was los hier. Richtig Betrieb. Erster Permit bis. Genial, wir machen weiter. Sauber. Ja, das ist die Flexogrip, die geht hier richtig gut. In Kuba sind schon etliche drauf gefangen worden. Auf der Ebene haben die leider der Haken gebrochen. Aber auch hier sind mal ganz tolle Muster hier. Super authentisch gebunden. Das sieht ja absolut natürlich aus. Ganz klasse. Richtig schön mit dem Panzer. Hier Weedguard eingebunden, brauchen wir hier nicht, weil kein Turtlegrass da ist. Aber ich glaube, wir bleiben mal bei Flexograb, eine Nummer größer, obwohl der erste eigentlich unserer gewesen sein sollte. Sollte. Genau. We fish only the ones without any lead. Yeah, I think it's too heavy. Ours yeah. are completely unweighed. Yeah. Has actually put extra ice on it. Yeah, I think it's not the ice, it's the weight. It's the weight. Absolutely. I can get this bit of lead up. Yeah. Ours is like... It was a shoal of very small permits, 6 to 8 pounds. Yeah. So it was about 15 of them. I got the fly right in front of them to take them over and then just... Because this thing without any lead, if they suck it in, they have it so deep inside that it's hard to spit them out.
Yes, man. High rod. And let it go. No. Finger weg von der Spule. No. No, it's strong, the line. Strong. We follow with the boat. Yes, man. Backing is going. We have to follow. Backing is gone. Liebe Freunde des Salzwasserfliegenfischens. Wir haben hier Markus Müller im Drill mit einem richtig geilen Permit. Eine ganz tolle Szene, die wir hier gerade erleben konnten. Ganz tolles Ding. Sehr großes Kino. Echt sehr großes Kino. Ich gehe da mal rüber. Ja, lass dir Zeit. Oh.
Schnur, Schnur, Schnur in die Hand, Schnur in die Hand. Nimm die Schnur in die Hand. Nimm die Schnur in die Hand. Packen dir. Packen dir. Jawohl, Alter! Yes! Das ist das Ding! Alter, das ist super! Gratulation! Muchas gracias! Perfetto! Spitzenmäßig! Permit waren aber auch heute super Bedingungen, super Guiding, schon ein verloren, die Karten hoch. Hier brauchen wir aber zum Glück nur kurz vor dem Thema. 20 Minuten nach der Guide, das war dann der Punkt. Hier setzen wir jetzt schön zurück die Tore.
Fisch ist gefangen. Ja. Pass auf die Rute auf, die macht auch gleich einen Satz. Hat er Luft geschnappt. Ich habe nichts gesehen. Das ist immer so.
Nein. In einem muss ich ihm recht geben. Du hättest das, weißt du, was er damals gemacht hat? Er hat ihm einfach Schnur gegeben, dass er einfach wegschwimmt. Einfach, weißt du, einfach schwimmen. Ja, aber er ist ja nicht geschwommen. Nein. Ich glaube nicht.
mal wieder einer gestern. Thank you.
amazing. Oh, my God. Noch Kraft, Junge. Mein Gott, was ist mit dir? Nochmal, ja. Komm, zeig's mir. Yes! Yes! Damn it! Hey! Yeah! Hey, thank you, my friend. My first permit. So, again with Eduardo. My first bondfish, my first permit with Eduardo here. Oh. Absolute. Amazing. Thank you, Eduardo. Darum geht es hier hinten. Das halt. Das ist die Powermaschine hier. Vollantrieb. Also wenn ich den hochhebe. Also more than 10 pounds. What do you say? 10? Around 10. Das fühlt sich schon schwer an. Das ist sehr schwer zu sagen bei diesen Fischen. Ich nehme auch hin. Okay. Wir machen noch ein paar Fotos und dann können die Lady, sagen wir mal, es ist eine letzte Chica. Oder? Chica? Das ist hier gelaufen. Okay.